So, da bin ich wieder. Also, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mod Salsa. So, wir haben jetzt in der letzten Folge den Pulverweiser fertig gemacht und jetzt wollen wir noch dementsprechend den Redstone-Vornarze fertig machen. Da brauchen wir wieder Copper Gears für, ein Machine Frame, Reception Call, Bricks. Okay, wir brauchen also wieder 8 Copper. Doch mal hier das Glas raus. Brauchen wir ja gerade nur 4 von. Brauchen dann auch schon mal bitte. Ach, danke. Wir brauchen wieder 4 Zinn. 5 Iron. Und 3 Redstone, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Können wir schon mal hier den ersten Teil fertig machen. Komm, ich schmeiß dann mal hier gerade den Cobblestone raus, den brauche ich gerade nicht mehr. Nehme ich mal den Golden Bag of Holding, nehme mir hier die eine Magnetic Dynamo, einen Ender Tank, Segment und eine Light Smelter können wir auch schon mal wieder mitnehmen. Und dann stelle ich das schon mal da drüben so weit auf. Und zwar soll hier Ender Tank hin, dann wo hier Ender Tank für Dynamo. Ich bin Profi. Pulverizer, Alloy Smelter, Segment. Ah, da fällt mir gerade was ein. Ja, ich musste ein Reset machen, hatte ich euch gar nicht erzählt. Und zwar hatte das Modpack bei mir. Rumgepackt. Nochmal die Kodierung der Lavaversorgung. Weiß, rot, rot. Ah, da sind. Ich weiß ja nicht, ob das Rosen sind oder Poppies. Ich war nämlich dessen voll verwundert, also ich bin nochmal mit ein paar Kumpels, ich bin mit ein paar Kumpels gerade Tech World 2 am Zocken, weil die halt nicht so wirklich diese ultimativ schweren Modpacks zocken wollen, die wollen einfach so ein leichtes halt für so ein bisschen Technik zocken. Couch of Fashions für, spiele ich gerade mit denen. Und da war ich voll verwundert, dass die roten Blumen Poppies heißen. Ich hab die nur als Rosenänderung. Oh, da schauen wir dann gleich nochmal rein. Okay. Schau ich sofort rein. Danke. Gut. Dann schauen wir da mal sofort rein. Dreimal darf der Rat mir wieder nicht auf die Uhr geschaut hat. Oh! Okay. Hast du schon was rausgenommen? Ich weiß gerade nicht, welchen ich nehme. Also ich nehme erstmal den oberen Teil. Okay, hab die obere Leiste mitgenommen. Ach, das ist auch Esther. Hallo, Esther.
Danke für die ganzen Portal-Sachen. Das tun wir dann mal hier in die Goldruhe rein. Bauen wir dann vielleicht in einer anderen Aufnahme wieder auf. Gut. Dann ändern wir das auch mal wieder um. Ich würde nämlich die gerne in Essenzen wieder haben. Kupfer. Bricks. Die machen wir dann auch schon fertig. So, was brauchen wir nochmal für die Energy Conduits? Wir brauchen Conductive Iron, das ist Redstone und Iron, okay. Wo ist der? War da. Machen wir die Copper Gears auch schon fertig. Und ich wette, ich hab's wieder verkackt. Sieht so anders oder danach aus. Ja. Ich bin wieder so profihaft. Das ist unglaublich. Warte mal, da fehlt doch jetzt nur noch eins. Wieso denke ich zwei noch? Gut, machen wir den Machine Frame noch. So, Machine Frame Basic. Rotstein, Rezeptionsbude und Kupferzahnräder und wir haben auch den Würzer für das. Okay. Dann stellen wir den jetzt auch schon mal hier zu. Machen wir das gerade so, bauen wir die Magnetic Dynamo nochmal ab. Klatschen den erstmal an den Alloy-Smelter ran. Damit der schon mal RF bekommt. Boah, geht mir der Zombie gerade auf die Eier. Was geht denn mit dem schief? Der war ja gerade richtig drauf. Dance with the Zombie, Dance with the Zombie. Ah, muss ich doch gerne mal ausleuchten. Außerhalb der Aufnahme. Wenn ich das schaffe, zeitlich. Ich bin momentan so teilweise unter, ja, jetzt Zeitdruck. Ich habe so viel zu tun. Ich muss mich auf Prüfungen vorbereiten. Ich muss dann teilweise noch schon, dass ich die Aufnahmen hinbekomme. Dann würde ich auch gerne ab und zu mal was mit meiner Familie machen. Ja, solche Leute gibt es. Habe ich jetzt den ganzen Sand? Ich habe den ganzen Sand geschmolzen. Gut, nächster Sandstrand abflachen. Hier noch weg. Ich muss mal schauen, dass ich auch mal schnell an der Quarry rankomme, dass wir dann auch mal ordentlich Ressourcen bekommen. Bin ich gerade alleine bescheuert oder stimmt halt diese Rechnung nicht? Kann es sein, dass diese Rechnung
nicht so wirklich aufgeht. Weil 50%, wir sind drei Leute und das in ihm nehmen 50%, wenn einer schläft. Also da kann man mir sagen, was man will. So gut bin ich auch noch in Mathe. Yay, wir haben einen Bug gefunden. Wir haben einen Bug gefunden. Wir haben einen Bug gefunden. Ich würde mich gerade irgendwie lieben gerne im Grund und Boden schämen für diesen Spruch. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, was man hier mit diesen Biomessenzen machen kann. Wenn das einer von euch wisst, würde ich mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren schreiben würdet. So. Was braucht man aber für die Fluid Conduits? Ah, das war das Glas, ja. So, das haben wir jetzt gleich schon mal fertig. Dann können wir schon mal Fluid Heat Generate. Nein, das gebe ich mir jetzt nicht. Gut. Alloy-Smelter, smelte dat mit dat. Dann mache ich mir auch gerade mal eine Workstation, eine Crafting Station. Bereite schon mal das soweit was vor. Und dann schaue ich mal, dass hier nachher die Wände mal hinkommen. Naja, wir sind drei Leute und es wurden nur 50% gebraucht. Jetzt mach schon voran. Okay, hab nichts gesagt. Jetzt wollte ich einmal meinen Zuschauern zeigen, dass ich doch noch ein bisschen kompetent bin und du machst alles kaputt. Vielen Dank, Idiot. Ach, das musste sein. So, dann Energy Conduits und Magmatic Dynamo. Holen wir uns das Lava raus, machen den einmal schön voll. Sehr schön. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier das Feld fertig. Also für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben, ich will wirklich dieses Mal keine totale Abhängigkeit von Magical Crops haben. Weil das war ja schon ein bisschen sehr krass beim letzten Mal. Also da will ich auch nochmal hier so ein bisschen
wird anders zeigen. Ghast. Einziges, was ich wirklich mit Medical Corps machen werde, ist dann halt wirklich die Uran-Seeds. Das ist jetzt nochmal für die erste Grundversorgung, dass ich nicht so viel farmen muss zeitlich. Und selbst da geht es noch langsam voran. Gut. Ich würde sagen, dann war es das auch für diese Folge. Ich schätze mal, nächste Folge wird dann ein bisschen Hausbau betrieben. Und ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut doch auch mal bei Sigurin vorbei, der mich alle richtig schön blöd dastehen lassen hat. Gebt den auch ein Abo und ein Like. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Minecraft Mods haben. Bis dahin, tschüss.